Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer RC Warlord. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute mal wieder andere Location. Hier waren wir ja auch schon gewesen. Ja, würde sagen, der dritte Teil. Das Wetter ist, naja, sehr bewölkt. Ja, es sieht immer so aus, als ob es jeden Moment regnen würde. Dem ist aber nicht so. Ich will hoffen, dass das Wetter hält. Also ich habe heute eigentlich vor, nochmal den dritten Tank im Stand einlaufen zu lassen. Danach heißt es ja vierter und fünfter Tank bei langsamer Fahrt. Und das möchte ich heute halt gerne machen. Den einen im Stand einlaufen noch und einen Tank bei langsamer Fahrt. Das ist heute das Vorhaben. Das haben wir uns als Ziel gesetzt. Ich werde jetzt mal das Auto anmachen. Letztes Mal habt ihr gesehen, wie es angeht. Ja, das braucht er ja jetzt nicht mehr. Ich mache hier mal kurz einen Cut und melde mich dann wieder, wenn der Savage läuft. So Leute, also Savage ist an, ja, Savage ist aus. Ja, ich mache nochmal an. Alter, da muss ich mich überdrehen lassen. Stück ist noch ein bisschen kalt. Lass ein bisschen höher drehen jetzt nochmal am Anfang. Drehen danach wieder Standgas ein bisschen nach unten. So Leute, also wie ihr sehen könnt, der Tank ist voll. Ich melde mich, wenn der Tank halb leer ist, dann gucken wir nochmal nach der Temperatur. Und ja, das werden wir heute nicht so ausführlich machen, also nicht für euch. Ja. Ausführlich dann natürlich, wenn wir danach fahren, ist ja ganz klar. Ich mache jetzt so, hier im Hintergrund, hört ihr meinen schönen, neuen, geilen Savage XL laufen, blubbern. Hier seht ihr natürlich auch noch eine Rampe, da hinten. Mein guten Kumpel, No Rockets on my channel. Und eine schöne Rampe. Ja, das werden wir noch ein bisschen filmen. In der Zeit, wo der Tank leer läuft, da habt ihr wenigstens noch mal einen schönen Sound. Ja. Also dieses Gesurre von dem kleinen Elektro. Ja, noch mal. Ja, das kommt davon, mein Kumpel hat noch keinen Alkohol getrunken, deswegen hat er die Rampe jetzt verpasst. Ja. So Leute, also der Tank ist fast halb leer. Wir schauen nochmal nach der Temperatur. Also, wie ihr erkennen könnt,
54,2 Grad. Das ist sehr gut. Ja. Wenn der jetzt noch unwesentlich ein bisschen mehr ansteigt, ja, ist das okay, wenn er so bleibt. Was ich vermute, dass er sich so bei 60 Grad oder 62 einpendelt, wäre das natürlich wunderbar. Beste Temperatur zum Einlaufen lassen. Also langsam trifft er immer mehr die Rampe. Ja, ja gut, er hat auch schon wieder 3-4 Schnaps getrunken. Ja. Lass uns das mal nicht hören. Jo, ein bisschen laut jetzt, Leute, aber ihr seht, in weiter Voraussicht habe ich mal ein Stück Papier dahingelegt, damit ich die Umwelt nicht ganz so versaue. Ja. Ich kann hier nämlich, der steht ein bisschen Chef auf der Kiste, aber wenn ich ihn richtig gerade darauf finde, bläst er mir den ganzen Sprit und auf meine Kiste. Ja. So Leute, da steht er. Wunderbare Sprungfeder. Der kleine Reelie. Der kleine. Der kleine Blaze. Ist der nicht süß, der Kleine? Aber er steckt auf alle Fälle gut was weg. Schwenken wir wieder zu meinem Savage. Wir messen nochmal die Temperatur. Tank ist jetzt ja unterhalb leer. Ich bin mal gespannt. ...64,9, also 65 Grad. Das ist okay. Ja, so können wir ihn blubbern lassen. Ich denke mal, der Tank braucht noch so, naja, ich denke mal so 10 Minuten, 10, 12 Minuten, dann ist das Ding leer. Wir machen hier nochmal einen Cut und sehen uns, wenn das Ding leer ist. Wenn ihr ein Krätzebein sehen wollt, Leute, ja, ein Krätzebein, guckt euch dieses Bein an, ja, dann seht ihr ein Krätzebein. Kein Spaß. Ja.
Ja, das kommt davon, wenn man mit aggressiven Medien haushaltet und der Körper nicht so widerstandsfähig ist, so wie meiner. Ja, natürlich das ganze Video über den Blaze und auch, ja, mein Kumpel hat natürlich auch noch einen anderen am Start. Könnt ihr natürlich bei meinem Kumpel sehen. No Rockets on my channel. Weil ich ja nur so einzelne Takes drauf habe. Akku leer. Aha, Akku leer. Steht da hinten drin. Ja, wir dachten Akku leer, aber noch fährt er. Also Leute, ihr dürft ja auch nicht eins vergessen, ja, okay, das sind jetzt natürlich keine Mammutsprünge, die wir mit dem Auto hier machen. Aber das Ding hat 60 Euro gekostet. Ja, und für das Geld, also ich bitte dich, da kann wirklich keiner meckern, ja. So, kurzer Zwischentake. Wir schauen auf unseren Tank. Der ist, viertels voll vielleicht noch. Wir messen nochmal die Temperatur. Also 51,4, Leute, das ist erschreckend, ey. So schön kalt, also ich freue mich, läuft wirklich klasse. Okay, dann fahren wir den Tank nochmal leer und wir sehen uns gleich wieder. Jetzt jeden Augenblick die Drehzahl erhöhen und ja, das Teil müsste ausgehen. Das warten wir jetzt noch mal ab, dann messen wir noch mal die Temperatur. Ich glaube nicht, dass es noch viel höher gegangen ist. Es hat sich jetzt eingependelt zwischen 50 und 60 Grad. Das ist super. Ah, ihr hört. Ja, aber sonst sucht er mir meine ganze Kiste voll. Na, was ist? Müsste jetzt so langsam mal. Die Luftblasen im Schlauch. Jawohl. Ich sehe Luftblasen. Kann sich jetzt nur noch um Sekunden handeln. Ja, jetzt geht die Drehzahl langsam ein bisschen nach oben. Ja. Hup. Zack. Jo Leute, ach, es ist wie gestern oder wie ich es euch gesagt habe, es ist einfach schön, wenn es auch mal wieder leise ist. So, wir gucken mal nach der Temperatur. Strahl.
Straße ist nicht groß genug für mich. Ja, ist nochmal ein bisschen höher gegangen, 71, auch nicht so schlimm. Ja, so zwischen 65 und 71 war das eben. Das ist okay. Wir lassen den jetzt mal abkühlen. Und ja, Leute, wenn er kalt ist, machen wir den Tank voll und dann fahren wir mal die ersten Runden mit unserem guten Stück. Bis dahin. Der Tank ist an, wir schwenken mal die Kamera auf die Strecke. Jetzt fahren wir die ersten Meter. Oder auch nicht. Thank you.